Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Abenteuer hier in Trainsim World. Wir sind im Zug 2155 Boston South Station nach Washington im Cellar Express und in dem Falle von der Union Penn Station nach Trenton. Das machen wir mal. Weiß ich noch, wie man den anmacht. Das war schon mal falsch. Ist gerade schon ein bisschen her, dass ich mit dem zuletzt gefahren bin. Wo war dieser Schlüssel zum Aktivieren? Schlüssel? Hallo? War denn das? Ach, da. Vorwärts. Okay, das funktioniert. Die Glocke hätte ich gern wieder aus. So. Lichter. Vorne. Nein, ich hätte es gern gedimmt. Dankeschön. Türen entriegeln. Kannst du haben. Und ich zeige euch mal ganz kurz die Lockierung. Ausgang. Ausgang. So, drei. Da. Tür. Aufmachen. So. Habe ich mir aus dem Workshop rausgeholt. Building America. Stars and Stripes, glaube ich, heißt das. Aus Cellar Express. Ihr kommt eh klar da, so mit Aussteigen und so, ne? Okay. Wir machen mal unseren Zug bereit. Machen wir hier die Tür dazu. Wartungslicht. Ich glaube, da brauchen wir nichts. Okay. Wir müssen uns Deckenbeleuchtung machen wir mal kurz an für den Tunnel. Verlassen ein Fahrplan. Wobei, lassen wir das mal auf aus. Hallo? Möchtest du ausgehen? Dann halt nicht. So. Da finde ich jetzt komisch, dass die Sachen nicht ausgehen. Scheibenwischer brauchen wir auch nicht. Du gehst jetzt nicht mehr aus. So ein Beschiss. So, Tür verriegeln. Dann schauen wir mal, ob wir mit dem jetzt mal ein bisschen anständiger schnell fahren können. Okay. So, Bremschen funktionieren. Bitte einmal lösen. Was dürfen wir hier fahren? 60. Stimmt ja, du hast den Tempomat. Praktisch. Ja dann, gib mal Gas. Ja. So. Okay, die Kamera funktioniert nicht. Aber ist was, ich lasse das. Bis wir hier mal. Upsale, da sind wir ein bisschen schnell. Mein Fehler. Naja, was soll's. Ach ja, die Strecke mit so viel Herzblut, wie die gemacht worden ist. Aber ja. Ich war irgendwie. Hatte irgendwie Bock auf was Schnelles zu fahren. Und ich hatte im Kopf, man kann auch in Marcella Express die Strecke hier fahren. Aber die mal auf der anderen Seite. Und Plan B wäre gewesen, mit einem ICE 1 zu fahren. Komplett in schwarz. Ist auch eine geile Lackierung. Aber dann dachte ich mir, nee, lass doch mal mit dem Marcella Express fahren. Und dann kann man das ICE mal anders mal machen. Und so sieht man die Strecke dann aus. Zwei Blickwinken. So. Diebstoff. Wie solltest du da durchdrehen? So, da dürfte man jetzt, glaube ich, dann zu schnell werden. Wie bremst du jetzt? Oder nicht was? Ja, genau. Du hast doch die Autobremse da. Newark Penn Gleis 3 um 11:14. Das ist bald mal. Und dann Gas geben. Ach, ich lasse es mal so von der Lautstärke.
So. Sagen wir mal so 50% Leistung. Können wir uns zurücklehnen. Ich habe auch heute zum allerersten Mal mich mal mit Railroads Online, mit dem neuen Update, mal ein bisschen auseinandergesetzt. Beziehungsweise habe auch heute das Video entsprechend dazu gemacht. Je nachdem, wann das wieder rauskommt, ist es schon draußen oder es kommt noch. Aber vermutlich habe ich es dann schon veröffentlicht. Und ja, ich muss sagen, es ja, ist okay. Aber wie ich ja in dem Video gesagt habe, es wäre gut, wenn sie nicht massig Content reinschmeißen, sondern erstmal ein paar Grundsatzprobleme ändern. Ansonsten, die neuen Sounds sind ganz okay. Mal schauen, was wir da in Zukunft für interessante Fahrten machen werden. Freue ich mich schon ein bisschen drauf. Und für Trainsim World kommt ja auch demnächst die neue Strecke. Und ich glaube, die Baureihe 103 ist da mit dabei. Auf die freue ich mich schon. Und schade ist die Rheinstrecke, was mit der kommt. Die ganze Rheinstrecke ist nur ein Teil davon. Aber lass uns mal überraschen. Vielleicht ist die Strecke dann mit ein bisschen mehr Liebe zum Detail gemacht. So, endlich draußen. Dann können wir auch bald mal ein bisschen schneller fahren. Also mit der Lackierung, ne? Erinnert es ja schon dezent an den ICE. Im richtigen Moment ein Foto machen. Okay, ich glaube, das passt. Schauen wir uns mal die ganze Lackierung an. Stella Express. Das hat was. Bei den unterschiedlichen Regionen. Was ist los? Ah, wir können schneller fahren. Moment. Ach, mach's doch eh wieder falsch. Ja, doch. Doch, doch, gefällt. Und da wieder das gleiche. Gehen wir wieder vorne rein. Moin, Kollege. Ach stimmt ja, da haben wir ja immer noch das Pantographenproblem. Das tun wir mal gekund ignorieren. Ja, was soll ich da eigentlich auf 90 rauf, wenn ich da vorne eh wieder 60 habe? Kann ich gerade wieder runterdrehen. Ach, da vorne. Nee, wenn dann schon 63. Das Fahrgeräusch. Guten Tag. Wir bleiben hier nicht stehen. Wir sind ein Express. Ich glaube, das ist der Flughafen, oder? Das New York Penn. Das ist ein paar Tage vergangen, nachdem ich das letzte Mal gefahren bin. Zum Testvideo. Bei uns war heute so richtig schönes Wetter. Oder eher relativ schön, aber es war richtig warm draußen. Spielt bei uns momentan irgendwie total verrückt. Zuerst wieder arschkalt, dann stürmisch, dann wieder schön. Dann wieder mega warm, dann wieder kalt. So einmal querbeet alles durch. So nach dem Motto, jemand sagt, das probieren wir mal alle Wetter-Sachen mal so hintereinander aus. Schauen, ob es noch geht. So, da kommt die 60er. Ich will hier mal Gas geben. Ich sitze doch nicht in einem Express, um langsam zu fahren. Ja, da vorne wieder 100. Ah, nicht 100, 90. Oder auch nicht. Mein Kollege mit WLAN-Strom. So, 93, passt schon. Ja, könnte ein bisschen knapp werden mit der Zeit.
Schon wieder? Oh. Entscheidet euch mal mit der Geschwindigkeit. Geht mal halt wieder runter. So. Was wie Stau fahren. Ich glaube, ich schaffe da jetzt nicht ohne Hilfe. Da müssen wir nachhelfen. Oh, runter mit der Geschwindigkeit. Oh, sogar 45 mit der Einfahrt. Ciao, Flieger. Ich muss die Kamera mal wieder richtig hinrichten. Voll im Deep Dive Modus da hinten. Ja, ich glaube, da bremsen wir mal von selber ein bisschen runter. Minimum. Ja, nicht so viel. Overspeed, Suppression. Nix da Overspeed. Zumindest noch nicht. Ich meinte, ich habe beim letzten Mal schon geschaut, ich kriege das ja, glaube ich, nicht wieder weg, ne? Wenn es einmal da steht. Alarm acknowledge. Lass mich Buttons drücken. Ach stimmt, es geht ja nur auf der anderen Seite. Da war ja was. Mal kurz probieren. Ne. Schade. Sag mal, wo schickst du mich hin, Kollege? Wieso 35? Maximale Arschspiel, komm. Stimmt, ich muss so ganz nach rechts oder so. Oder echt wegen der... Das ist, glaube ich, die Kurve einfach nur. Okay. Wenn es denn sein muss. So, Minimum. Nur versuchen, sauber anzuhalten. Wie Butter. Ein bisschen runter. Oh, ein bisschen noch. Bisschen noch. Komm, 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 komm. Naja. Ich glaube, das kann man gelten lassen. So. Wo ist jetzt die Frontkamera? Hier. Oder? Du bist die Front, ja. Okay. Was hat's denn mit der Performance immer hier? Wieder nichts sagen, aber es ist breit genug, dass man dann nebeneinander gehen könnte. Aber dann glitscht man halt durcheinander durch. Mir da runter. Kamera. Oh, Kamera. Ja, aber die Kamera glitscht jedes Mal. Okay. Ist klar. Ich glaube, das sollte gar nicht gehen. Ich suche nicht proaktiv nach solchen Sachen. Die springen mich de facto an.
Alter Scholli. Haben wir sonst noch irgendwie Secrets? Nö. Na gut, lass mich da wieder rein. Hallo? Auf. Und da hinten? Die wollen alle nicht mitfahren. Boah, ist eigentlich schon ein gemeiner Absatz hier. Und alle, die was irgendwie einen Rollstuhl haben. Stimmt, eigentlich könnte ich mal nach Secrets gucken. Please don't hold the doors. Steht denn da alles so Schönes drauf? Trenton, Washington, NE Regional 125, Silver Star. Was ist das, Silver Star? Klingt irgendwie nach was Teurem. Sonst irgendwo Gutes oder irgendwas, was wir machen könnten? Bis dahin komme ich nicht. Na gut. Alter, die knutschen alle meinen Zug hier an. Wenn ihr das auch noch macht, wenn ich abfahre, dann wird es gefährlich. Sie stehen halt auch einfach so beschissen. Das geht's da vorbei und ihr steht's vielleicht nicht. Ich glaube, ich soll's aufgeben. Man geht nicht auf der scheiß Linie da. Mein Gott. Boah, ich dürfte kein Bahnhofsaufseher sein. Mann, ich darf hier nicht rüber. Ja, gut, dann machen wir mal uns bereit für die Abfahrt. Hoffentlich mit Höchstgeschwindigkeit. Nur noch wenige Sekunden. Neigetechnik ist aktiviert. Sehr gut. Und Tür zu. Komm, mach zu. Oh, 125, geil. So. Was? Wo muss ich denn noch? Hallo, ich bin Express. Ich will ja nicht bei jedem Kaff anhalten. Warum bist du jetzt ganz unten eigentlich? Ja, jetzt ist er wieder am Durchdrehen. Komm. Ah, ich ignoriere das einfach. Komm, ohne dass die Fahrt länger dauert hier. Okay, wir bleiben in der Mitte. So, mehr Schmackes. Gib das, lieber Zug. So, meine Katze ist jetzt auch gerade am Nerven. Die hätte gern Futter. Na, gerade die Zeit, was es normalerweise ihr Futter kriegt. Zeig ich auch noch ein schöner Screenshot. Und dann hat die Balken nicht dazwischen werden. So. 110 gleich mal. Oh, Gott sei Dank. Das kostet maximal 150. Ich hoffe, dass wir zumindest dann ab dem Metropark bis Trenton mal durchheizen können.
Du, gerade Strecke. 110, gib ihm. So. Hat's richtig eingestellt. Gar keine Baustelle. Ach doch, da ist einer. Hat schon gewundert. Ah, schon nicht schlecht vom Marcella Express. Oh nee. Was, da kommt es jetzt schon wieder. In 200. Was soll viel zu Hochgeschwindigkeit? Ich glaube, wenn man das Ding, also der Fernseher danach dann nicht durchgehend Hochgeschwindigkeit ist, glaube ich, muss ich entweder ein Custom-Ding machen oder da fast nicht mal auf der deutschen Strecke. Genauso wie der ICE da mal gefahren ist. Es gibt jetzt, oder es war zumindest in Trains and Worlds ein Ladebild, das ist ein ICE auf der Strecke da drauf. Ist echt ein schönes Bild geworden. Komm, bremst runter. Suppression, okay. So, ab da lassen wir rollen. Ja, ja, beschwer dich nicht. Alles ist gut. Oh, es geht sogar runter auf 80. Ach, stimmt ja dabei, diese Kurvenaktion hier noch. Ganz vergessen. Ich habe es aber eh die eine Kurve, wo ich das Thumbnail für die Testfahrt gemacht habe. 125! Nice! Würde jetzt erstmal deine 8,7 Meilen wieder anhalten dürfen. Ciao, Kollege! Ja, komm, dann 125. Gib Stoff. Gott, Maximum Power drin. So, wir haben erst bei Fahrt. Ach stimmt, ich kann ja nach hinten nicht durchgehen. Boah, das ist eine unsichtbare Wand. Ich dachte, ich gehe jetzt mal kurz nach hinten. Bloß zu mit der Tür, sonst ist es laut. Aber wenn dann die Tür das nächste Mal offen ist, dann glaube ich, werde ich mit der Dreierkamera hinten in einen Wagen reinglitschen. Da mal wie so ein Passenger-Mode dann. So komme ich ja. Außer ich kann so irgendwie die Türen aufmachen. Gehen irgendwo weiter hinten rein. Oh. Geil, es funktioniert. Macht irgendwie Sinn, gell? Wenn die Tür offen ist. Sag mal, die Tür, möchtest du... Oh, sie geht wieder zu. Okay. Oh, so schön ruhig. Quiet Car. Kann ich da... Ich möchte da irgendwie ans Fenster ran. Komm jetzt. Jetzt nicht so... Als wenn da unsichtbare Wand ist. Schade. Hauptsache die Türen erkennen mich so. Nein! Jetzt bin ich wieder draußen. So gibt es eigentlich keine Leistung mehr.
Oder weil ich die Tür aufgemacht habe. Also wir haben jetzt sowieso 110. Gut, dann gehen wir dann ins Bistro K. Ciao, liebe Leute. Oder jetzt ins Bistro K. 3 Meilen noch. Na, mache ich lieber nicht. Sonst mache ich nur wieder was kaputt. Und dann kann ich nicht sauber anhalten. Achso, mehr Schmackes. Oh, 45. 2 Meilen. Ja, da brauche ich gar nicht Gas geben. Das ist auch bei Approach Medium. Über 40. Na, dann bremst mal. Bisschen mehr bremsen. Ah, es wird sich schon ausgehen. So, bleiben wir auf Minimum. Ein bisschen weiter nach unten. Für die Strecke gibt es jetzt auch ein Workshop, sag gleich, Szenario, wo alles voll ist mit Dampflokomotiven. Hat mir auch noch ein bisschen gereizt, dass wir eventuell auch sowas machen. Wobei, warum eigentlich auch nicht, ne? Das ist Jubilee-Class. Ein bisschen in Amerika rumcruisen, irgendwie auf irgendeiner Dampfexpress machen. Hm, vielleicht schon die Idee für die nächste Folge. Mein Kollege, viel Spaß noch. Oh, da war jetzt eine andere Lackierung drauf. Was dann? Bei dem Kaff halten wir es Express an. Okay. Wird schon seine Gründe haben. So, Minimum Braking. Ich glaube, ich habe da gerade etwas gesehen, was ich machen kann. Ja. Musst du bremsen! Bremsen! Alle, volle Bremsen, komm, 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 komm! Ja. Naja, die Wagen sind noch drauf. Die Seite. Lass mal kurz was nachsehen. Meinte, da hinten habe ich was gesehen, was man tun kann. Lass dich nicht irritieren. Wir fahren gleich wieder weiter. Also ich ausgerechnet ganz da hinten. Bis 28, ja, dann habe ich ja eh noch Zeit. Das hier. Ha! Ich hab's mir schon fast gedacht, dass das ein Ding ist, was man hier machen muss. Also ich werde jetzt garantiert nicht alle machen. Aber das sah jetzt ein bisschen komisch aus. Ich dachte, jetzt laufe ich da mal hin. On time. Fahren wir da rein und dann müssen wir schnell ins Bistro K mit der Dreierkamera.
Ah, junge Dame, gehen Sie bitte weiter zurück. Das wäre super nett. Ne. Aufsteigen. So. Gerade dann zu. So, bist du da? Wo bist du? Welches war das Bistro-Car? Das da hier. So, schnell rein. Stimmt ja, ihr seid ja da am Rumschweben. Tür verriegeln. Thanks for choosing Amtrak. Hier ein bisschen weiter ran. Oh ja. Cool. Abfahrt. Ah, shit. So. Komm, schmack es. Ah, den Tisch kann ich nicht ran. Ja, dann ist halt quasi so ein bisschen Fahrermodus. Also Passagiermodus so. Ein bisschen schief hier drin. Warum du schaffst es? Ich weiß, dass du durchdrehst. Gib Schmackes. 45. Hä? Keine Leistung. Ja, besser als gar nichts. So. Gib Leistung. Kann ich jetzt 100% machen? Nee, natürlich nicht. Mensch, was ist denn mit der Traktion? Das kann es doch nicht sein. Zurück mit dem V-Max. ...47 in Trent bei 31 Meilen. Bei der Geschwindigkeit. Ah, 95. Das war ein bisschen zu viel. Ja, 95. Ich bin gerade am überlegen, ob ich für euch nicht mal ganz kurz einen Cut mache. Meiner Katze was gibt, weil die nervt gerade durchgehend. Springt jetzt die ganze Zeit immer wieder auf meinen Schoß oder Mountain und will Futter haben. Also ich meine, kuschel ja gerne mit meiner Katze, ne? Aber bei einer Aufnahme ist er ein bisschen was doof ist. Er presst mich ja eh schon immer, wenn ich am Stream tue. Muss ich immer davor eine Tüte Nassfutter aufmachen. Ansonsten. Wenn ich stream, sitzt der neben mir und dann wird gemauzt. Wir wissen halt ganz genau, wie es läuft. Sind schon schlaue Tiere. Da hinten wieder 125, ja. So, gehen wir Schmackes. Wobei, wir können eigentlich eh gerade auf 120 einstellen. Ne, komm. Ja, wunderbar. So, und bei dir Maximum Power. Hm, 125 V-Max hier. Schade.
Da wird sich das mit der Uhrzeit schon irgendwie aufgehen. Damit 47. Oder soll man meinen Geschwindigkeitstest machen und mal die Lok ausfahren? Ich glaube, das machen wir. Wir werden mal die Lok hier ausfahren. Aber bevor wir das tun, werde ich mal ganz kurz einen Schnitt machen. Ich kümmere mich um die Katze und bin gleich wieder da. Okay, da bin ich auch schon wieder da. Kampfkatze wurde gefüttert. Und ich würde sagen, wir fahren den Zug jetzt mal aus. So, also, Maximum Geschmack ist. Zeig mal her, was du kannst. 150 Meilen pro Stunde. Sieht ja keiner. Ah, bis zum roten Bereich. Okay, da hinten wäre sowieso 145 kommen. Mir egal. Wir von 150. Weh, du bringst mir jetzt irgendwie Zwangsbremsung oder sowas rein. Sollte eigentlich per Default ja eh alles aus sein. Ich glaube, wäre es scharf, dann hätte mich schon unterbremst. Oh. Nicht schlapp machen auf die letzten Meilen da. Du schaffst es. Ich will dich beim Roten sehen. Ob wir vielleicht noch schneller fahren können, wenn ich dich ausmache. Ich glaube, wir können noch schneller fahren. schau mal, was die Kiste so maximal drauf hat. Ich hoffe, wir haben Gleisen, die ist dabei. Ja. Wir sind schnell unterwegs. Komm. Gib mehr Leistung. Ja, wir machen hier einen neuen Geschwindigkeitsrekord. Clear, 150. Oh, krass, krass, krass. Ich glaube, wir kommen vielleicht etwas vor der Zeit an. 162. Schmackis. Gibt es ja vielleicht irgendwie so einen Boost-Button oder so? Ich glaube, da hinten war ja nichts zum Einstellen, oder? Wartungslicht, Durchgangsbeleuchtung. Das ist Haltüberbrückung. Nichts, was mir mehr Leistung bringt. Schade. 165. Läuft. Der spielt jetzt besonders geil mit den ganzen Mikroruckler. Da unten vielleicht Boost-Button? Turbo-Modus? Nö. Was stimmt jetzt? Die 166 da oder in dem Hut die 165? Also zumindest reportet auch der Raildriver, dass wir 165 fahren. Holy shit. Och nö. Das mit der Dreierkamera hat nicht funktioniert. Bestimmt jetzt eine Kurve, oder? Ja. So. Geil. Nice. So, hat wieder an. Ich muss wissen, wann ich anhalten muss. Komm. Schade. Na ja, gut. Vielleicht geht es ja noch irgendwann mal so ganz klar einen Tick bergab. Dann kriegen wir vielleicht noch ein bisschen den Schub.
Aber auch so schlimm, ne? Da immer wieder mal abbremsen auf 130 in den Kurven. War das eh auch schnell, aber wieder mal gut gegen schnell fahren. Aber jetzt wissen wir, dass wir da hinten entsprechend schneller durchfahren können. Holy shit, das ist wirklich Express. Ob wir da bei dem anderen Panel jetzt irgendwas Interessantes sehen, wenn wir jetzt hier so schnell fahren? Status. Select. Nö, da sehen wir nichts Spannendes. Next. Friction Brakes. Nö, auch nicht. Next. Ist Tilting. Da ist auch nichts Spannendes. Next. Also das war's dann schon. So, Manual Forwards, Main Events. Nö. Schade. Hätte ja sein können, dass wir da irgendwie was Spannendes sehen. Was bist denn eigentlich du da? Sieht man das von außen? Ach. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Mit Dashcam. Für Unfälle und so vermute ich mal. Oder für Streamer. Gott, zum Livestream. Okay, cool. Erste Mal, dass ich das so fix verbaut sehe. Ah, ich werde schon seine Gründe haben. Ich habe mir gedacht, gerade bei den Frachtzügen, die ganzen Bahnübergänge, wo es ständig clasht ist. Ich meine, da gibt es so viele Videos auf YouTube. Hast du gerade schon mal dein Beweisvideo? Aber ich meine, so Bahnübergangsunfälle, das sind 99% immer selbstverschulden von den anderen und nicht vom Zug. Habt ihr das auch gerade gesehen, dass da der Camper da einfach so gespawnt ist? Sind wir zu schnell für TS Classic? Ah, TS World. Wow, jetzt sind es noch 7 Meilen. Es geht schnell. Ja, da das Gleiche. Ja, da sehen wir es halt leider nicht. Ich achte jetzt mal in dem Rücken ein bisschen drauf. Ja, könnte das nochmal mit Auto sein? Und ich könnte auch mit der Dreierkamera einfach mal nach vorne gehen. Oder nach oben. Damit man es dann sieht. Das mache ich auch mal. Ein bisschen nach oben. Ja, mehr geht nicht. Ja, ja. Oh, scheiße, 80. Da sollte ich vielleicht runterbremsen. Jo, wir bremsen mal. Ja, ich mache ja schon. Muss jetzt nicht sein, dass mein Gleis. Wobei, wäre vermutlich witzig. Damit 160 Meilen über 80 drüber. Bestimmt sehr gesund. Oh, 45 sogar. Jo. Komm, runter mit dir. Ein
Da glühen die Bremsen. Aber immerhin, ein paar Minuten rausgefahren. Freuen sich die Fahrgäste. Wenn die wüssten. So, wieder meine anhalten. Jetzt ist aber hier sogar 30. 20. Wüss. Ja, mal ein bisschen mehr runterbremsen. Halt erwarten. Holy shit, da steht ein Zug. Holy shit, warum steht da ein Zug? Warum steht da ein Zug? Warum steht da ein Zug? Holy shit. Fuck, 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 das geht nicht gut aus. Und knutsch. Oh, Giegel. Okay. Ich würde sagen, das war's mit der Fahrt. Warum konnte ich da jetzt reinfahren? Warum stand da ein beschissener Zug? Alter. JC World. Oh. Ich meine, ich habe ihn gesehen, aber ich dachte nicht, dass wir da jetzt reinfahren, sondern dass wir irgendwo auf der anderen Seite oder dahinter am Bahnsteig reinfahren. Oje, okay. Also weit vor der Zeit fahren ist irgendwie doof. In JC World. Oh, dass es mir da nicht Halt gibt. Oje, oje. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, dann werdet doch Mitglied hier auf YouTube im Lion Squad. Da seht ihr die ganzen Videos weit im Vorhinein, bevor es veröffentlicht werden. Und dann wünsche ich euch was. Bis bald. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.